haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die schwarze Katze. Es war an einem dieser Sommertage, bei denen man das Gefühl hat, der Asphalt schmelze einem unter den Schuhen weg. Wer es sich leisten konnte, blieb zu Hause in der Badewanne liegen. Die anderen lagen irgendwo unter dem Ozonloch und rochen nach Sonnenöl. Ich schwitzte und war unterwegs zu einem Klienten, der mich unbedingt bei einer abgelegenen Bushaltestelle treffen wollte. Als ich dort ankam, schwitzte ich noch mehr und einige andere Leute standen herum. Sie schwitzten auch. Sieh an, Maloney. Heißer Tag heute. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich wette, dass Sie völlig zufällig hier sind. Die Wette haben Sie verloren. Polizisten sollten nicht wetten. Braucht Köpfchen und schadet dem Bankkonto. Die kennen also die Leiche. Was denn? Eine Leiche gibt es hier auch? Da stand aber nichts davon im Prospekt. Welchem Prospekt? Noch nie was von Eichhörnchen gehört? Sie wollen mich wohl für blöd verkaufen. An dieser Bushaltestelle beginnt das Eichhörnchenparadies der Stadt. Ich komme öfter hierher und schaue den Tieren zu. Sollten Sie auch mal tun. Da kann man was lernen. Sind kluge Tiere. Klettern rauf und runter, rauf und runter. Sie sind doch nicht etwa zu lange an der Sonne gelegen, Maloney. Ich doch nicht. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und Stechmücken. Jetzt aber mal ernsthaft, Maloney. So ging das noch eine Weile. Ich erzählte ein wenig von den Eichhörnchen und er lieferte mir Stück um Stück Informationen. Polizisten sind wie Journalisten. Nur weil sie die Leichen vor den anderen zu Gesicht bekommen, glauben sie, sie hätten der Welt etwas mitzuteilen. Die Leiche, so wurde mir langsam klar, war mein Klient. Was sonst hätte ein Mann wie er an dieser gottverlassenen Bushaltestelle zu suchen gehabt? Er hatte ein bekanntes Gesicht. Jung, dynamisch und immer ein Lächeln auf der Lippe. Auch jetzt, wie er so dalag, hatte er ein Lächeln auf den Lippen. Typisch, dachte ich. Politiker wussten einfach nicht, wann ihre Stunde geschlagen hatte. Und er war Politiker. Und ich war sicher, dass er auch in den Stunden nach seinem Tode nie daran gedacht hatte, zurückzutreten. Wird ganz schön Staub aufwirbeln. Spitzenpolitiker ermordet aufgefunden. Auf solche Schlagzeilen würde ich lieber verzichten. Sie haben noch etwas vergessen. Polizei tappt im Dunkeln. Wir haben einige Spuren. Ja, ja. Zwei Spuren im Gras machen Polizisten Spaß. Sie haben ja gut singen, Sie mit Ihren Eichhörnchen. Genau, die klettern immer rauf. Und runter, ich weiß. Eigentlich müsste ich Sie verhaften. Was denn? Wegen der Eichhörnchen? Oder ist es etwa verboten, mit zugeknöpfter Hose spazieren zu gehen? Wollen Sie mich einbuchten für die Nichterregung eines öffentlichen Ärgernisses? Manchmal glaube ich, Sie sind das öffentliche Ärgernis, Maloney. Mal ganz unter uns. Ich höre. Ich bin gar nicht wegen der Eichhörnchen hier. Das habe ich mir beinahe gedacht. Sehen Sie, dort oben? Das ist ein Buchfink. Hier gibt es die schönsten Buchfinken der Stadt. Die fliegen immer hin und her, hin und her, ich weiß.